Hey Leute, einen wunderschönen guten Tag, beziehungsweise oder guten Abend oder Mittag, je nachdem wann ihr das schöne Video guckt. Ja, es ist wieder Montag und wie jeden Montag gibt es ein Deckcheck-Video von meiner Seite her und heute habe ich mir ein Celestnia Control Deck Midrange mit Yorion aus Companion überlegt. Was man zu dem Thema oder beziehungsweise zu dem Deck sagen kann, ist, dass es nicht wahnsinnig OP ist. Es ist ein gutes Mittelmaß-Deck. Es hat so seine Schwächen, es kann aber auch relativ gut performen. Also wie gesagt, ist jetzt kein Competitive-Deck. Von meiner Seite her ist eher ein Deck, das was ich mir gebaut habe, weil ich Bock drauf gehabt habe. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Und ich glaube, dass ihr natürlich auch Bock habt auf Decks oder beziehungsweise Decks zu sehen, die nicht jeder tagtäglich zu sehen bekommt. Und darum stelle ich auch dieses Deck vor. Ja, als Companion natürlich ganz klar Yorion, erstens weil ich die 80 Karten haben möchte, es funktioniert mit Yorion sehr gut, ein Control Midrange Variation zu machen mit 80 Karten, also man zieht relativ konstant seine Karten und man merkt gar nicht, dass man 20 Karten mehr hat als wie ein Standarddeck und man hat im Prinzip generell nicht das Gefühl, dass man hier irgendwie schlechter zieht. Ja, Yorion kennt eh mittlerweile jeder. Im Ein-Mana-Bereich habe ich hier die Goldene Gans. In erster Linie, um die Agro-Decks ein bisschen zu bremsen mit den 0-2 Defense. Und zweitens natürlich, die Goldene Gans erzeugt uns eine Speise. Und wir können hier gegebenenfalls in späterer Folge diese Speise im Prinzip als Mana-Ramp nehmen und ist somit relativ solide. Im 2-Mana-Slot sind wir bei den Kreaturen am stärksten aufgestellt. In erster Linie die Luminarch-Anwärterin für 1-1, weiß und ein beliebiges. Hier ist der Vorteil, dass sie unsere Kreaturen, die was wir an Bord haben, hier zusätzlich noch unterstützen bzw. supporten soll, um hier die nötige Aggressivität aufs Board zu bringen, die wir benötigen. Der andere Vorteil ist von Luminarch-Anwärterin ist das, dass sie gern einen Removal an sich zieht, weil der Gegner natürlich versucht, hier die Karte relativ schnell wegzubekommen. Dann im 2-Mana-Slot ganz klar, weil wir relativ viele hochpreisige Support-Spells haben, die Lotus Cobra einfach, um uns durchzurampen. Und die spielen wir natürlich klassisch viermal im Playset. Dann habe ich den verschlungenen Pflanzenpylor. Erstens, weil er gegebenenfalls aus Land getappt ins Spiel gebracht werden kann. Und wenn man die Mana-Ressourcen übrig hat, kann man ihn natürlich auch aus Kreatur spielen. Und er erzeugt selber dann auch nochmal eine grüne Mana-Quelle. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den interessanteren Karten in 2-Mana-Slot, was ich finde. Und zwar der Bronzenhautlöwe für 2-Mana, also in Celestnia-Farben. 3-3er ist nicht guter Agro-Stopp. Und natürlich in den Farben von Celestnia können wir ihn auch unzerstörbar machen. Das heißt, er ist eine Karte, die kann für den Gegner schon recht unangenehm werden. Und sieht man auch nicht tagtäglich die Karte, dass sie gespielt wird. Habe ich natürlich einen kompletten Playset drinnen. Dann der Wurzelgraser aus Murasa, auch in den Farben von Celestnia 2-3, also von Power Level her ein bisschen unterm Löwen, aber sein Riesenvorteil ist hier die Wachsamkeit und die ist wieder enorm entscheidend und die zwei Zusatzfähigkeiten sind ganz nett, nimmt man aber eher seltener in Anspruch. Ja, dann kommen wir zu der ersten ein bisschen kontrolllastigere Karte, Himmelsfestung, Erscheinung für Doppelweiß, ein Mana, kennt auch schon mittlerweile jeder in sämtliche UW-Controls, wird sie gerne gespielt, 2-2 und wenn sie ins Spiel kommt, können meine
Karte, also mit Mana-Kosten 4 oder weniger, ins Exil bringen, solange dass diese Karte am Spielfeld ist. Habe ich natürlich viermal drinnen. Dann habe ich Archon des Sonnengnaden drinnen, in erster Linie, weil wir ein paar Enchantments spielen und zweitens, dass ich auch etwas gegen fliegende Kreaturen habe und zweitens kann oft sein, dass wir sehr viel leben lassen und der Archon kann uns hier mit seinen Fliegen und Lebensverknüpfung wunderbar supporten. Und zu guter Letzt von den Kreaturen haben wir Yazan, die unerbittliche Erde. Für 4 Mana ist der Vorteil, weil sie uns gleichzeitig rampt, weil wir können unsere Bibliothek nach einem Wald und nach einer Ebene durchsuchen und eine davon ins Spiel bringen. Ah, beide auf die Hand, sorry. Dann habe ich noch den Bohnenrankenriese drinnen, auch um hier durchzurampen und am Schluss natürlich einen guten Fatty aufs Board zu legen. Der soll mir hier ein bisschen das Late Game verfeinern und vielleicht auch gegebenenfalls das Match zu meinen Gunsten entscheiden. Ja, wenn wir unten die Supportkarten anschauen, dann sehen wir hier Gläserner Sarg. Hier spiele ich im Playset, um die ganzen 3 Mana lästige Kreaturen wegzubekommen, wie bei Gruul das Elemental oder gegebenenfalls auch das Mammut oder bei Mono Red sowieso sehr viele, was damit getroffen werden kann. Zieri Unterschlupf habe ich drinnen, weil es in erster Linie wieder auch ein getapptes Land sein kann und zweitens in späterer Folge kann sie uns Schutz geben, falls ein Gegner eine Kreatur von uns abschießen möchte, damit dass wir hier ein bisschen die Boardpräsenz bewahren können. Ganz klar kultivieren fürs Durchrampen habe ich hier 4-mal drinnen. Karte selber, glaube ich, brauche ich mittlerweile nicht mehr so stark erklären. Belida Zuflucht habe ich drinnen, weil sie mir natürlich das Late Game auch ein bisschen besser gestalten kann, weil wir natürlich für jedes Land, was wir bekommen, eine 2-2er Katzen-Kreaturen-Spielstelle ins Spiel bringen können oder gegebenenfalls alle Kreaturen mit einer +1/+1 Marke ausstatten. Also die Karte ist sehr flexibel, hat auch den Vorteil, dass Belida Zuflucht auch sehr gerne von ECD getroffen werden möchte, weil sag ich mal, der Gegner nicht möchte, dass man mit jedem Land ein bisschen stärker die Boardpräsenz ausbaut. Ja, aus Backup-Absicherung Zerschmetterung des Himmels, Shatter to the Sky und für die etwas stärkeren Kreaturen oder Mana habe ich hier 2-mal das ECD drinnen. Und hier im 7-Mana-Slot habe ich Emeras Ruf. Die erzeugt 4/4er weiße Engelkrieger oder beziehungsweise für 3 Leben können wir eine Ebene ins Spiel bringen oder halt eben getappt. Und als kleiner Fun-Fact habe ich Eugene drinnen, weil wir uns relativ gut durchrampen. Und ja. Wir haben relativ gut oder beziehungsweise schnell die Mana-Quellen zur Verfügung. Und wenn wir Eugene haben und uns der die Boardpräsenz beziehungsweise die Boardkontrolle bringt, sage ich auch nicht nein. Ja, zu guter Letzt die Länder, 9 Ebenen, 5 Wälder, 4-mal die Schwebeholz-Höhenweg und 4-mal den Durchgang, um hier ein bisschen flexibel sein, ob wir einen Wald oder Ebene brauchen. Wie gesagt, die meisten Karten kennt man ja schon mittlerweile aus dem Standard. Es gibt hier ein paar verschiedene. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt dann gleich bei unseren klassischen Matches. Also seid gespannt. Bis gleich. Ja Leute, so. Match Nummer 1, die Starthand sieht, ja, die kann man fast nicht kippen. Die können wir
behalten. Hier würde ich aber eher den Archon nach unten. Und hier den Gletscher getappt ins Spiel bringen und hoffen, dass wir einen Wald nachziehen. Okay. Wir spielen gegen Monorot. So, dann werfen wir hier mal den Agrobrecher rein. Der Gegner muss überlegen, was er macht. Er weiß ganz genau, dass die Agro-Decks eher im Nachteil sind, wenn das Game länger hinausgezögert wird. Er könnte Robber rausbringen, könnte ich aber auch blocken. Okay. Dann hat er wahrscheinlich einen Rimrock oben. Oder einen Schock. Ja. So, holen wir uns, auch wenn wir hier den Gegner symbolisieren, dass wir nicht wirklich was auf der Hand haben, versuchen wir hier trotzdem Jorion auf die Hand schon mal zu callen. Okay, mit Schattenspeer. So, wir müssen jetzt ihn rausbringen, weil sonst würden wir, glaube ich, zu viel Schaden kassieren. Und nächste Runde Zuflucht mit einem Durchgang, dann hätten wir zwei solide Blocker. Ja, ich glaube, hätten wir kaum. NX könnte jetzt kommen oder... What? Okay. Rotzfrech. Oh, Doppelzuflucht. Wir brauchen die Spielsteine. Nice. Bin ja fast am Überlegen, ob ich in der nächsten Runde nicht nochmal Zuflucht rausspiele. Er könnte Bone Crusher oben haben, dann könnte er einen Token weg tun. Wir nehmen einen Rimstein Ritter weg. Okay. Sehr viel Burn Spells. Er geht auf 26, wir auf 9 runter. Es könnte noch immer irgendwo ein Embercleave versteckt sein. Okay, Kagan ist jetzt nicht so das Problem. Ja, Doppelzuflucht. Ich glaube, das könnte jetzt relativ gut sein. Wenn er noch einen Removal hat, dann hat er. Dann kann man eh nicht drumherum spielen. Nächste Runde kultivieren, also Ebene kultivieren. Dann im Prinzip eventuell Marken drauflegen, beziehungsweise Katzenspielsteine rausbringen. Mal schauen. Embercleave wäre halt jetzt richtig eklig auf Kagan. Das muss man schon definitiv sagen. 3, 4, 5, ja, er kann es definitiv spielen. 6 Mana insgesamt mit 2 Attacks, 4 Mana. Hätte sogar noch einen Pump für Rimstein. Okay, er schießt einen weg.
Hier kann er pushen und Trample geben. Ja, wir müssen den Trade, wobei er konnte noch 1-1 hoch. Aber leider bleibt uns da nichts anderes übrig. So, ich glaube, wir haben jetzt relativ viel gut Backup. Ich glaube, dass wir das relativ gut gespielt haben. Wir haben den Riesen noch als Backup. Okay. Wir werden einfach einmal rotzfrech mit allen Wachsamkeit angreifen. Es sind ja gerade einmal 24, 26. Das heißt, er muss blocken. Er hat kein Mana auf. Das heißt, er kann nichts pumpen. Okay. Wenn jetzt natürlich eine Kreatur hat, wo er Schaden schießen kann, dann kann ich leider eh nichts machen, weil er nichts gegen den Terror machen kann. Terror of the Peak. Man hätte Jorian rausspielen können, ja. Stimmt. Vielleicht wird das ja nicht gerecht. Okay. Okay. Er hat Gott sei Dank nichts oben gehabt. Das heißt, das erste Game geht an Celestia Midrange Control und ich würde sagen, wir sehen uns bei Match Nummer 2. So Leute, da sind wir bei Match Nummer 2 und ich würde sagen, ja, die Hand kann man keepen. Wir werden mit Durchgang beginnen. Jo. Wir werden definitiv mit Durchgang beginnen. Somit haben wir 3 Mana-Quellen für kultivieren. Okay. Hier gönnen wir uns aber definitiv eine Ebene. So, Bronzenhautlöwe. Glaskasket wäre nicht mal so übel. Oh, Doppel-Lotus-Kobra. Sieht nach Monogrün mit Kogler und okay. Der rammt sich durch. Okay. Also der hat ja mal einen fulminanten Start, oder? Alle diesen schönen Sachen, die man sich nur wünscht. Hinein ins Ram-Feeling. Ja. Wir werden wahrscheinlich fast kultivieren müssen. Ja, da springen wir im Prinzip die grüne Mana. Und dann attack mal. Wir haben noch immer Shatter. Und grün hat jetzt nicht wirklich was, das was gegen Shatter schützt. Wir lassen ihn da mal werkeln. Oh, das ist nice.
Das können wir uns noch auf. Fünf, sechs. Er wird sicher Doppelbohnenranke rausbringen. Wir bringen Majorian auf die Hand. Wir symbolisieren einmal, dass wir keine Antwortmöglichkeiten auf den Riesen haben. Ich möchte gern, dass er sein Board voll spammt, damit das unser Shatter hier richtig gut agiert. Ist zwar risikobehaftet, aber shit happens. Sonst sehe ich leider nicht wirklich. Okay. You wanna fight me? That's precious. I love making new friends. Okay. Das Blöde ist, dass ich jetzt um A-Mana-Quelle zu wenig habe, weil sonst könnte ich ja quasi unzerstörbar machen. Gucken wir mal, was er macht. Wir haben leider nichts mit Haste drinnen. Okay. Ja, da sind wir ein bisschen im Nachteil. Wir bräuchten Shatter und dann müssten wir jetzt ECT ziehen, damit dass wir Vivian wegbekommen. Das alles würde hier ein bisschen, glaube ich, okay. Ja, ich glaube, dass wir hier konzidieren können. Beauty lies in variation. Ich glaube, dass wir hier nicht. Nee, das müssen wir leider abgeben. Ja, Leute, dann sehen wir uns in Match Nummer 3. Also, bis gleich. Ich würde sagen, die Starthand kann man wieder durchaus keepen. Je nachdem, was der Gegner spielt, spielen wir oder den Bronze.
Hoppala. Oder wir spielen gar nichts von beiden, weil wir gerade geschlafen haben. Concentration. Okay. Ich glaube, dass die Kobra nur dann was gebracht hätte, wenn wir definitiv ein weiteres Land gezogen hätten. Weil dann hätten wir Kobra into Bronzehautlöwe machen können. Und das wäre, glaube ich, dann der optimalste Move gewesen. So müssen wir ein bisschen Boardpräsenz zeigen. Und der Bronzehautlöwe zieht vielleicht ein Removal an sich. Mal schauen. Ja, da kommt das Eliminate angeflogen. Okay. Das ist leider Tapland. Bringt mir in der Hinsicht. Ja, wir spielen draußen die Coop raus. Bringt leider nicht so viel, aber okay. Nächste Runde vielleicht ein Land, dann könnten wir uns ein bisschen durchrampen. Der nächste Removal. Ja. Hard Last Act. Bazi ist natürlich berüchtigt dafür. Oh, Eugene möchte man eigentlich hier nicht sehen. Aber okay. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir die Boardpräsenz aufrechterhalten, um hier nicht den Gegner die komplette Control-Situation abzugeben. Also wie wenn gleich der nächste Removal fliegt. Ja. Es ist momentan extrem, was Schwarz für Removals hat. Ab dem Spiel. Wir brauchen jedes Land, was wir kommen, müssen wir rausspielen. Yazan wird nächste Runde unser Move sein, um hier zwei Länder rauszufiltern. Da attacken wir mal für 3. Mal gucken mal, was unser Gegenüber macht. Brazen Brower vielleicht. Doch vielleicht Murderous Rider. Ja, Brazen Brower. Wer hätte das gedacht? Sehr schön. Haben wir schon gedacht, vielleicht irgendein Counterspell. Wird sicher definitiv ein schwieriges Matchup. Ich sage mal, die Grundfarben sind definitiv bei ihm in Dimir-Farben. Ich glaube, dass Grün nur für gewisse Sachen gesplashed worden sind. Hier würde ich gerne die Anwärterin spielen, um Yazan auf 5-5 zu erhöhen. Und hier vielleicht gegebenenfalls mehr Damage zu drücken. Okay, Heartless Act. Dann würde ich den Bronzehautlöwen hinterher holen. 2 Mana noch und wir könnten Eugene casten. Oh, Jesus, trifft er beide.
Könnte auch noch Brazen Brawl rauscasten, um hier vielleicht gegebenenfalls. Aber er macht es nicht. So, wir werden Jorah nochmal zurückholen und dann werden wir mal abgeben. Er hat jetzt, glaube ich, fast alle meine Bronzenhautlöwen. Gekillt. Er wird jetzt mit drei attacken, ja. Ja, ich würde sagen, wir attacken nochmal frech. Ja, ECD, wir brauchen ein bisschen mehr Bordpräsenz. Vielleicht kann man Yasan zurückholen. Okay, unter den. Da müssen wir ja offen lassen. Wir möchten nicht, dass der Löwe jetzt zusätzlich noch mit einem Removal getroffen wird. Schauen wir mal, ob der gläserne Sarg hilft. Dann attacken wir für 3, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir definitiv riskieren sollten, hier Eugene rauszubringen. Natürlich, das sind jetzt 5 Damage. Das tut relativ weh. Ja, wir müssen es probieren mit der Erscheinung. What? Ah, oh, Jesus. Ah, Jesus. Ah, oh, da habe ich mich jetzt total verlesen. Ah, shit. Ah. Oh Jesus. Jetzt muss man wahrscheinlich dann Eugene raushauen. Das ist wahrscheinlich unsere letzte Hoffnung.
Es war klar, dass ich da jetzt den für ein Removal offen lasse. Eugene, wenn er countert, dann countert er, dann ist good game. Ja. Und somit ist eigentlich ein good game. Ja, ein kleiner Spielfehler war dabei. Ah, Jesus. Das mit der Erscheinung. Aber ich würde sagen, wir haben aber trotzdem einen guten Einblick bekommen auf das Match. Und wie gesagt, es ist eigentlich kein Competitive-Deck, sondern eher mehr für mich ein Fun-Deck. Und deswegen ist es oft schwierig, dass es wirklich so stabil läuft. Falls ihr Ideen oder Vorschläge habt, wie man das Deck noch verbessern könnte in der Spielweise, dann einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und falls euch das Ganze Spaß gemacht hat und ihr das ganze Projekt cool findet, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und für alle, die was neu dazugestoßen sind durch das Video, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst. In diesem Sinne sage ich Tschüss, danke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, bis demnächst, Baba.